Moin! Brooklyn Nine-Nine ist wirklich etwas mega Geiles. Die Serie ist witzig, ekelig, aggressiv und sind wir mal ehrlich, sie hat fucking Jake Peralta. Applaus für Peralta! Das sieht echt gut aus. Doch es ist eben auch nur eine Serie. Und jede Serie hat schlechte und gute Folgen. Ich will euch heute meine Top 5 Brooklyn Nine-Nine Folgen der ersten Staffel vorstellen. Nein! Nein, nein! Nun gut, ich muss schon sagen, es war nicht einfach. Die erste Staffel beinhaltet so viele gute Folgen. Deswegen habe ich versucht, auch hierbei so ein wenig in die Zukunft zu blicken und auch Folgen zu nehmen, die einen Einfluss auf die gesamte Serie haben. Denn einige Folgen führen zum Beispiel extrem coole Charaktere ein, die in den weiteren Staffeln immer wieder ihren Auftritt finden. Fangen wir also an mit dem Platz 5. Nun gut, wir hassen ihn zwar alle, aber er passt eben genau zu dem, was ich in der Einleitung gerade erwähnt hatte. Die Rede ist von dem Geier. Kurz zur Handlung. In der Folge, wir nennen ihn den Geier, hat Jake einen Fall quasi so gut wie gelöst. Jedoch kommt der Geier ihm in den Weg und schnappt ihm den Fall weg. Das lässt sich Jake nicht gefallen und nimmt das ganze Team mit, um dem Geier das Handwerk zu legen. Sicher ist einigen aufgefallen, dass diese Folge nun nicht so lustig ist wie die anderen Folgen. Des Weiteren regen mich auch die Szenen mit Terry, Gina und Holt auf, wo Holt versucht, dass Terry wieder einsatztauglich ist und mit einer Waffe umgehen kann. Ich meine, Terry ist eine Maschine. Wieso sollte er plötzlich nicht mehr mit einer kleinen Pistole umgehen können? Trotzdem führt diese Folge eben den Geier ein, der in den weiteren Staffeln immer wieder seinen Auftritt findet und vor allen Dingen für die Hochzeit sehr, sehr wichtig ist. Auf dem Platz 4 ist dann die Folge Captain Raymond Sex Vibes. Eigentlich passt der Name überhaupt nicht zur Folge, da dieser eine Szene beschreibt, die höchstens 10 Sekunden lang ist. Im Kern geht es nämlich darum, dass Jake zu Beginn der Folge gefeuert wird und nun geklärt wird, wie es dazu kam. Dazu wird quasi eine Rückblende gemacht. Diese Rückblende finde ich schon mal mega geil, denn dadurch hebt sich die Folge von den anderen ab. Der Zuschauer weiß am Ende der Folge, was passieren muss und er fragt sich, wie es dazu kommt. Das macht die ganze Folge extrem spannend und baut auch einen kleinen Spannungsbogen auf. Das Ende vom Lied ist dann, dass Jake plötzlich beim FBI als verdeckter Ermittler arbeitet, was ich dann wiederum ein bisschen drüber finde. Ich meine, klar, es ist die letzte Folge der ersten Staffel und es muss irgendeinen krassen Cliffhanger geben. Allerdings wird hierbei nicht mit mehreren Folgen darauf hingearbeitet, wie zum Beispiel anderen Platzierungen, die ich gleich noch nennen werde. Trotzdem ist Charles Boyle mit seinem Beziehungsstress wieder extrem lustig dabei und ein alter Bekannter aus Folge 2, nämlich der Deputy Commissioner, spielt auch wieder eine Rolle. Platz 3, das schlimmste Date aller Zeiten, ist dann genau die Hinführung der einzelnen Folgen zu dem hoch angepriesenen Date zwischen Amy und Jake. Handlungstechnisch gewinnt Jake nämlich die Wette, die zwischen Amy und Jake schon seit einigen Folgen läuft, und Amy muss dann mit ihm auf ein schreckliches Date gehen, was eigentlich ziemlich witzig ist. Cool an dieser Folge ist eben vor allem, dass von Folge 1 bis 12 immer wieder Andeutungen auf die Wette gemacht werden und hier diese Folge diesen Handlungsstrang beendet. Das Ganze passiert dann hier auch auf eine ziemlich coole Art, denn wir sehen hier zum ersten Mal, dass Jake Amy sehr mag und dass Jake auch ehrlich und nicht immer so albern sein kann. Auch die Szenen mit Boyles Orden sind extrem witzig. Das Einzige, was an dieser Folge ein bisschen lästig ist, sind die Szenen zwischen Holt, Terrys Frau und Terry. Und auf Platz 2 ist dann Angst ist das beste Aphrodisiakum. Der Name der Folge ist eigentlich nur ein Zitat von Rosa, hat also nicht allzu viel mit der wirklichen Handlung zu tun. In der Folge wird nämlich der beliebte Erzfreund oder auch Feind von Jake eingeführt, Doug Judy. Es scheint, als hätte er Informationen über einen Pontiac-Banditen. Jake wird auf diese Information ganz heiß und übersieht dadurch, dass Judy der Pontiac-Bandit ist. Die beste Szene in der ganzen Folge ist ganz klar die zwischen Judy, seiner Ma, Jake und Rosa. Und das ist mein persönlicher Assistent, der schmuddelige Carl. Oh, es freut mich sehr. Sagen Sie einfach bloß Carl. Was mir hierbei aber auch gefällt, ist eben eine Figur wie der Geier oder andere Personen, die in den weiteren Staffeln immer einen ganz eigenen Auftritt in einer Folge besitzen. Um aber noch einen draufzusetzen, wird hier auch nochmal ein wirklicher Fehler von Jake gezeigt. Die Hauptfigur ist eben nicht immer im Recht, sondern macht auch Fehler. Jake glaubt nämlich, er kann Judy vertrauen,
doch er hintergeht ihn. Das zeigt auch starke Schattenseiten von Jake. Da ist dann aber auch noch die Handlung mit den Hunden von Captain Holt. Nun ja, sind wir ehrlich, die sind eher unnötig und langweilig. Boy steht jedoch mal wieder mit Witzen parat. Kommen wir nun also zum lang ersehnten ersten Platz. Halloween ist Weihnachten für Arschgeigen. Das ist auch wieder ein Zitat von Amy. Also, nun ja, es geht um Halloween. Und ich denke, bei den meisten Zuschauern wird es jetzt klingeln. Der Halloween-Coup. In dieser Folge wird der alljährliche Coup eingeführt, wobei es immer darum geht, ein Teil oder ein Ding am Ende des Halloween-Tages in der Hand zu halten. Der Gewinner wird dann als bester Detective-Genie bezeichnet und bekommt ganz viel Papierkram abgenommen. Und ich denke, keiner widerspricht mir, wenn ich sage, diese Folgen sind immer der Hammer. In dieser Folge ist es vor allem das Duellieren von Jake und Holt, was das Ganze so einzigartig macht. Holt ist ein sehr gebildeter Typ und Jake ein Kind, was das Zusammenspiel der beiden einfach klasse macht. Der Zuschauer wird auch in dieser Folge durchgehend komplett im Dunkeln gelassen, bis es am Ende zu einem krassen Wendepunkt kommt. Das ist einfach immer eine geile Überraschung. Und natürlich beginnt diese Folge etwas Heiliges, den Halloween-Coup, der in jeder Folge besser und besser wird. Dies ist ganz klar mein Platz 1. So Leute, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und schreibt mir mal gerne eure Meinung zu den Top 5 Brooklyn Nine-Nine Folgen in die Kommentare. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wie immer munter bleiben.